So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Alpha Saphir Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode werden wir wirklich das allerletzte legendäre Pokémon in diesem Spiel überhaupt fangen. Und ja, wenn ihr euch doch mal zurück an die Delta-Episode erinnert, dann sollte euch, glaube ich, eventuell in den Sinn gekommen sein, dass wir ja in der Delta-Episode Deoxys leider besiegt haben. Und dreimal dürfen wir raten, was passiert ist. Denn nachdem wir die Top 4 ein weiteres Mal besiegt haben, ist es uns nämlich jetzt gestattet, dass wir Deoxys auf der Spitze des Himmelturms noch einmal gegenübertreten können. Und das heißt also auch automatisch, dass wir Deoxys ein weiteres Mal versuchen können zu fangen. Und um euch das zu beweisen, werden wir uns jetzt erstmal an die Spitze oder auf die Spitze begeben. Und was finden wir hier vor? Natürlich Deoxys Dreieck. Ich weiß zwar immer noch nicht, was dieses Dreieck darstellen soll. Ich meine, ich weiß, dass Deoxys aus dem All kommt, aber warum ein Dreieck? Ja, Illuminati confirmed. Who knows? So. Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Die Steintafel. Was passiert mit ihr? Oh, Lord. Und nun? Die Musik kennen wir alle. Komischerweise sind wir jetzt anscheinend wieder im All. Kurz im All gewesen. Aber jetzt sind wir wiederum wieder an der Spitze des Himmelturms. So. Deoxys auf Level 80, wir wissen alle, was dieses Deoxys so drauf hat. Es ist ein ziemlich harter Brocken. Ich meine, es ist ein legendäres Pokémon, das ist ja klar. Und außerdem ist Deoxys, ja, gewissermaßen auch ein Powerhouse, ja. Ich meine, ich kann euch jetzt ganz viel zu Deoxys erzählen. Das einzige Problem zu Deoxys jedoch, ja, es hat nicht nur diese eine Form, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Deoxys hat nämlich nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Doch, es hat vier Formen. Was erzähle ich da? Ja, Deoxys hat nämlich vier Formen. Und vier Formen, das ist dann natürlich ein bisschen krass auseinanderzuhalten, ja. Also Deoxys kann als allererstes natürlich jetzt in dieser Form hier gegenüber von uns sein. Nämlich in seiner normalen Form. Das ist die Ursprungsform von Deoxys und dort hat es auch so mit die ausgeglichensten Werte, kann ich jetzt mal sagen, ja. Deoxys ist aber auch so ein Pokémon, das kann unzählige Angriffe. Deoxys kann zum Beispiel Donnerblitz erlernen. Deoxys kann, ich glaube, Flammenwurf kann es auch. Feuersturm, Blizzard, Eisstrahl. Es kann unzählige Angriffe erlernen. Und das ist auch der Grund, warum Deoxys ein echt, ja, unangenehmer Gegner ist, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir Deoxys direkt mal gecrittet. Das ist dann natürlich nicht so gut. Und deswegen, Deoxys ist plötzlich verschwunden, ja. Wir werden aber dafür sorgen, dass Deoxys wieder oder vor uns sein wird, denn ich werde jetzt mal kurz ein Soft Reset einlegen. Ja, und ansonsten hat Deoxys noch eine Defensivform. In dieser Defensivform hat Deoxys unglaubliche Wall-Kapazitäten, unglaubliche Wall-Fähigkeiten. Es hat Zugang zu Tarnsteinen, es hat Zugang zu Stachlern und ganz vielen anderen Support-Moves. Also defensiv ein ziemlich krasses Monster. Und dann hat es natürlich noch im Gegensatz zu seiner Defensivform eine Angriffsform. Ist auch unglaublich. In dieser Form hat es nämlich heftige Angriffsfähigkeiten. Ich glaube, beide Werte auf 180, bin mir ja gar nicht sicher, aber dafür sind seine Verteidigungswerte grottig. Ich glaube, in seiner Angriffsform hält es kaum einen Angriff stand. Ich kann mir nicht. Ich glaube wirklich. Ach gut, Psycho und wir wären ab. Perfekt. Ich glaube wirklich, Deoxys in seiner Angriffsform hält kaum einen wirklichen Angriff stand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deoxys irgendeinen Angriff stand hält. Zweimal Psycho gemisst. Was ist denn los mit dir, Deoxys? Bist du hier am Träumen oder was? Na egal. Ja, Deoxys in seinem Angriffsraum hat, glaube ich, wirklich auch beiden Werten 20 Base. Das ist unglaublich. Damit hältst du wirklich kaum was aus. Ziemlich traurig, wenn ihr mich fragt. Und dafür hat es aber dann natürlich einen echt krassen Angriff. Das gleicht das dann natürlich ziemlich aus. Ja, und ansonsten hat es noch eine vierte und letzte Form und das wäre dann seine Initiativform. In der Initiativform ist es das schnellste Pokémon im Spiel, meine ich. Ich verwirre mich ja jetzt gerade nicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Deoxys in seiner Speedform das schnellste Pokémon im Spiel ist. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich hoffe nur, dass es auch stimmt. Ja, und welche von diesen Formen ihr dann haben wollt, das dürft ihr euch, euch auch aussuchen und ich werde euch natürlich gleich auch noch zeigen, wie man die Form verändern kann. Das ist natürlich meine Pflicht hier an dieser Stelle als, ja, Let's Player in diesem Let's Play. Ich nenne dieses Let's Play ja nicht umsonst 100% Let's Play, ne? 100%, wenn schon, denn schon.
Ja, aber Deoxys ist auch ein unangenehmes Pokémon zu fangen. Ich meine, es ist auf Level 80. Das ist das höchste wilde Pokémon im Spiel, das bis jetzt begegnet ist. Und dann hat auch noch dieses Deoxys Genesung als Angriff drauf. Das ist schon ziemlich nervig beim Fangen. Aber, hoho, ja, anscheinend war der Fang von Deoxys doch nicht zu krass. Okay, ich meine, ich habe es einmal leider besiegt, aber ich glaube, nach 4-5 Pokébällen war es da noch drin. So, Deoxys, DNS, 1,70 Meter groß, 60 Kilogramm schwer und jetzt gehen wir mal ran an den Text. Deoxys ging aus einem Virus aus dem Weltraum hervor. Es ist sehr intelligent und nutzt psychokinetische Energie. Dieses Pokémon verschießt Laserstrahlen aus einem kristallartigen Organ auf einem Brustkorb. Okay, das heißt also, es kann Laserstrahlen aus seinem Brustkorb schießen. Da kommt wahrscheinlich dann auch der Hyperstrahl raus. Heftig, deftig. Und wie soll das Deoxys heißen? Ja, wie nennen wir dich denn? Ich glaube, ein ganz guter Name für dich ist natürlich Virus. Ist ja klar. Und wie, ja, Virus mit Z am Ende, das klingt doch sogar für Deoxys ganz gut. Virus mit Z am Ende. So. Und dann habe ich euch natürlich angekündigt, dass ich euch zeigen werde, wie man Deoxys Formen ändern kann. Das heißt also, wir begeben uns jetzt, nachdem wir Deoxys gefangen haben, straight Richtung Laubwechselfeld. Denn in Laubwechselfeld, da gibt es ja diesen einen Professor. Ich glaube, der hieß Professor Cosmo. Und Professor Cosmo, der wird uns jetzt auch noch nichts zu sagen haben. Aber in seinem Häuschen gibt es etwas, was uns dann, glaube ich, auch im Let's Play direkt in unser Auge gegangen ist. Ins Auge gegangen. Dafür packen wir jetzt erstmal Deoxys ins Scheißwesen. Alter Schwede, das ist perfekt. Das ist das perfekte Wesen für Deoxys. Das sind auch die DV-Stimmen. Muss ich, ganz ehrlich, ich gucke spaßeshalber auch mal die DVs, wenn sie im Deoxys nach. Wenn die auch noch perfekt sind, 31 auf Speed, 31 auf Spezialangriff, Rest ist mir eigentlich relativ Banane, dann wäre das echt gut. Gucken wir uns das mal eben nochmal kurz an. Deoxys. Ah, wenn ich das schon sehe. 230 Angriff, 269 Spezialangriff und 295 Speed. Einfach nur ein offensives Monster. Ja, Deoxys. Der Weltraumvirus. Und ja, in Professor Cosmos Haus können wir jetzt nämlich mit diesem komischen Meteoriten dort sprechen. Und was passiert denn da? Deoxys reagiert auf den Meteoriten. Möchtest du deinen Deoxys näher an den Meteoriten heranführen? Na sicher. So, was passiert jetzt mit Deoxys? Die Form von Virus hat sich geändert. Sein Angriff ist nun überragend. Und jetzt gucken wir uns mal die Angriffsform von Deoxys an. Die sieht nämlich so aus. Oh, ich mag diese Form. Die ist einfach nur zerstörerisch. Guckt euch jetzt bitte nochmal die Werte an. Ich glaube, der Speedwert ist gleich geblieben, aber sein Angriff und sein Spezialangriff sind nochmal gestiegen. Die waren ohnehin schon extrem hoch. Und guckt euch das mal an. 317 Spezialangriff ohne irgendwelches Investment. Das ist heftig. Und dazu, ja, seine überaus schlechten Verteidigungswerte hier nochmal live on stage, live in action. Das ist, sehr, sehr schlecht, ne? Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Dann gucken wir mal weiter. Nachdem wir jetzt ein weiteres Mal mit dem Meteoriten reden, können wir Deoxys Form ändern. Und dieses Mal ist es nun in seiner Verteidigungsform. Okay, die Verteidigungsform also. Ja, wie es sich für eine Verteidigungsform gehört, ist es jetzt nämlich auch mega fett und mega dick und wow. Was war das denn? Es ist einfach nur noch eine Kante geworden. Dieses Mal hat sich sein Angriff und sein Spezialangriff verringert. Aber seine Verteidigungswerte sind in die Höhe geschossen. Und sein Speedwert ist auch ein bisschen gefallen, glaube ich. Ja. Hat halt ein bisschen an Masse zugelegt, ne? Und deswegen hält der jetzt auch mehr aus. Ja, die Deoxys in seiner Verteidigungsform. Und die letzte Form, die werden wir jetzt natürlich Deoxys auch nochmal fix bringen. Der Zustand von Virus hat sich wieder geändert. Seine Initiative wurde erhöht. So, und diese Initiativform, die ist natürlich auch mega krass. Kann ich euch hier nochmal zeigen. Und ja, diese wurde mit Pokémon Smaragd eingeführt. Und ja, Initiative 348. Wie gesagt, schnellstes Pokémon im Spiel, soweit ich weiß. Angriffswerte sind auch noch in Ordnung. Verteidigungswerte passen auch noch. Also, wirklich schlecht ist dieses Deoxys nicht. Also, ich glaube, da habe ich eigentlich sogar einen echt guten Fang gemacht. Und ich werde jetzt erstmal mit diesem Deoxys nochmal nach, nicht Batika, ich wollte ja fast Batika City sagen, aber es ist ja nicht Batika City, sondern das Kampfresort. Dort werden wir uns jetzt hinbegeben und ich möchte nochmal die DVs von meinem Deoxys abchecken. Kann ja sein, dass wir vielleicht einen Glücksgriff gelandet haben und es deswegen echt gut ist.
Ansonsten, naja, warum nicht? Kann ja nicht sonderlich schlecht sein. So, was sagst du dazu? Und ganz nebenbei, das Breeding Tutorial, das wird jetzt in Zukunft auch kommen. Keine Sorge, da müsst ihr doch vielleicht einen Monat gedulden, aber es wird definitiv kommen. So, ich sehe, das Potenzial von diesem Pokémon liegt weit über dem Durchschnitt. Spezialangriff 31, Spezialverteidigung 31 und Initiative 31. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Finde ich sogar ziemlich gut. Ja, da haben wir die zwei wichtigsten Werte getroffen. Das ist doch mal ein DX, was sich gelohnt hat. Kannst du nebenbei nochmal markieren. So. Und ja, Leute, wenn euch diese Episode zu Deoxys gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Das würde mich natürlich sehr freuen und supporten. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Was habe ich eigentlich für die nächste Episode geplant? Ach ja, ich weiß. Wartet es einfach ab. Es wird vielleicht sogar ein bisschen längeres Video. Aber ihr werdet es schon sehen. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig. Und ciao, euer Regi.